Spitzenreiter! In diesem Sinne ein herzliches Hallo zur Spitzenausgabe unseres Basketballmagazins Fast Break. Mit einem verdienten und deutlichen Sieg am Samstag gegen die Nürnberger konnten unsere Science-City-Helden ihren Platz an der Pro-A-Sonne verteidigen. Und jetzt wird's richtig ernst, denn mit Rasterfechter kommt nun der eigentliche Aufstiegsaspirant Nummer 1 nach Jena. Das wird ein hartes Stück Arbeit, das bereits in dieser Woche begann. Die Erfolge, die die Science-City-Spieler in den vergangenen Partien feiern konnten, kommen nicht von ungefähr. Die Grundlagen dafür schafft die Mannschaft von Headcoach Björn Harmsen in jeder einzelnen Trainingseinheit. Denn nur so kann das mannschaftlich ausgerichtete Spiel, das der Trainer vorgibt, auch umgesetzt werden, wenn es am Spieltag ernst wird. Im Heimspiel am vergangenen Wochenende waren die Gäste aus Nürnberg zwar von großen Verletzungssorgen geplagt und traten nur mit einem Rumpfteam an, aber auch solche Partien müssen erst einmal gewonnen werden. Erst im dritten Viertel zogen die Jenaer den Gästen den Zahn, weil sie den Druck in der Defensive erhöhten und offensiv einen Sahnetag von Downtown hatten. 13 von 28 Dreierversuchen, also überragende 46%, fanden ihr Ziel. Zudem beherrschte Science City nicht nur den eigenen, sondern auch den gegnerischen Korb. Insgesamt 18 Offensivrebounds, allein 5 von Mac, sorgten immer wieder für zweite Versuche. Im nun anstehenden Heimspiel gegen Rasterfechter ist mit einer derartigen Dominanz aber nicht zu rechnen. Fechter ist die Mannschaft in der Liga mit dem Abstand höchsten Budget, gesamt und für Spieler, mit dem ganz klaren Ziel, vor der Saison aufzusteigen. Ich sage nochmal, wir haben uns über jetzt viele Wochen und insgesamt 10 Spiele den ersten Platz gerade erarbeitet. Unsere Herangehensweise ist natürlich die, dass wir den gerne verteidigen wollen. Das heißt, wenn wir am Samstag gewinnen, dann haben wir den Platz verteidigt. So sehen wir das. Fechter ist eine Mannschaft, die nicht nur qualitativ hochwertig, sondern auch sehr, sehr tief besetzt ist. Das heißt, selbst die zweite 5 von Fechter können wir wahrscheinlich in fast allen anderen Pro-A-Mannschaften auch die erste 5 sein. Es sind diesmal also völlig andere Voraussetzungen als vor der Partie gegen Nürnberg. Die Mission Heimspielsieg gegen Fechter wird eine echt harte Nuss. Aber ein Fight um jeden Korb von 2 Mannschaften auf Augenhöhe ist schließlich das, was sich Spieler und auch Fans beider Teams wünschen, wenn es zum Aufeinandertreffen Tabellenführer gegen Zweitplatzierter kommt. Unser Ziel bleibt es, von Spiel zu Spiel zu schauen. Wir wollen jetzt natürlich gerne gegen Fechter gewinnen. Das ist das Wichtigste. Aber entscheidend ist, dass wir, glaube ich, dass wir das Level des Basketballs, den wir gerade spielen, halten können. Dass wir weiter die Intensität in der Verteidigung bringen, die wir momentan bringen. Und dass wir offensiv weiter als Mannschaft zusammenspielen. Das sind die Grundfaktoren. Da bin ich sehr, sehr zufrieden momentan mit dem, was die Jungs da machen. Und hoffe, dass das weiter so läuft. Wichtig dafür ist, dass der Heimvorteil zum Tragen kommt. Denn Basketball ist das Spiel der Läufer und eine gute Phase des Gegners kann auch mit Hilfe der Stimmung von den Tribünen unterbrochen werden. Mit Sicherheit werden die Gäste aus Fechter zahlreich von ihren lautstarken Supportern, dem Klettverschluss, unterstützt. Da werden die Science City Fans einmal alles aus sich rausholen müssen. Schließlich soll der Heimvorteil dafür sorgen, dass die Punkte in Jena bleiben. Am vergangenen Wochenende hatten nicht nur die Profis, sondern auch die Nachwuchs-Bundesliga-Mannschaften von Science City Heimspiele. Schauen wir mal gemeinsam, wie sich die Jenaer Jungs so geschlagen haben. Der U16 von Coach Thorsten Rothemel war am Sonntag auch im 4. Saisonspiel kein Sieg vergönnt. Ein rabenschwarzes zweites Viertel brachte die Gäste aus Gotha auf die Siegerstraße. Daran konnten auch die 22 Punkte von Ben Reich nichts ändern. Die Jenaer hatten mit 25 leider viel zu viele Ballverluste. Außerdem fanden nur knapp 52% der Freiwürfe ihr Ziel. In der NBBL hat dem Team von Coach Olli Goller die fast 4-wöchige Spielpause offensichtlich gut getan. Am Sonntag schickten sie die Gäste mit einer 52-Punkte-Klatsche auf die Heimfahrt nach Bayreuth. Jeder im Jenaer Kader wurde eingesetzt und punktete auch. Allen voran Lukas Wank, der mit 26 Punkten und 12 Rebounds ein Double-Double einfuhr. Als nächstes stehen für die Jenaer Jungs Auswärtsfahrten an. Die U16 will in Bayreuth den ersten Saisonsieg holen und die U19 den Tabellenführer FC Bayern ärgern. Beide Spiele finden am nächsten Sonntag statt. So lange sind wir jetzt aber nicht weg, sondern geben nur ganz kurz an die Werbung ab. Also dranbleiben! Energiebündel sind unser Vorbild. Wir liefern Strom, Gas und Wärme aus einer Hand. Stadtwerke Energie Jena Pößneck. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. We'll be right back.
Mit meiner Visa-Card schaffe ich alles. Und da sind wir auch schon wieder und es geht direkt weiter mit einem Porträt eines unserer Sommerneuzugänge. Er spielt seine Rookie-Saison in Europa und ist derzeit der beste Punktesammler im Saint City-Trikot. Ja, ganz genau, die Rede ist von Jelani Hewitt. Wir haben unseren Guard mit der Rückennummer 1 mal mit ein paar Fragen gelöchert. Jelani Hewitt, 24, 6'2, Guard, Saint City, Young. Originally, I'm from Florida. I came to Jena because it was a great opportunity for me to start my first year as a pro. This is my first time in Germany. It's a lot different from America. It's more social. The people are very nice. They know English as well. So it's great. I get to talk to the people around and, you know, they love basketball. And Science City Jena, they support the team here. And I think that's great for the community and great for the players. I have a son and I have a daughter on the way. I get homesick, but this is because of my kids, but that's why I want to bring them over here. I think I made a good decision because I love the team, I love the coach, and I like the way we play. I think what I bring to the game is my defense. Coach like guys who could play defense, so I bring that to the game. And also I could score the basketball, so I bring the scoring aspect to the game as well. The spirit of the team is really good. We just have a bunch of good guys on the team, a bunch of like funny guys. And so we're coming close and the chemistry of the team is getting stronger. Our goals, of course, is to, you know, win as many games as possible, make the playoffs, and during the playoffs, we go to a championship and try to go for a championship win. So ihr Lieben, jetzt müsst ihr wieder gut aufpassen, denn es ist schon wieder Gewinnspielzeit. Doch bevor es die nächste Chance auf einen tollen Preis gibt, geben wir wie gewohnt erst einmal Glückwünsche raus. Und zwar an Kevin Zwinscher. Lieber Kevin, du wusstest, dass Guido Grünheit für die Atlan Dragons aus Quakenbrück spielte, bevor er nach Jena zurückkehrte. Ein wundervoller Fanschal ist damit nun dein. Ist doch ein perfekter Begleiter, besonders in der kalten Jahreshälfte, oder? Nun aber zum aktuellen Gewinnspiel und zu unserer Frage. In welchem Spiel war Lars Wendt in dieser Saison der Topscorer seines Teams? Schickt uns einfach eine Mail mit der richtigen Antwort und eurem vollständigen Namen an aktion@jenatv.de. Zu gewinnen gibt es diesmal ein Saint City Jena Hoodie. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 2. Dezember. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. So ganz leicht ist die Frage ja nicht, aber für euch als Saint City-Fans durchaus lösbar. Und wer gerade nicht wirklich weiter weiß, für den gibt es jetzt einen kleinen Hinweis. Es sind bereits 10 Spieltage gespielt, was bedeutet, dass ein Drittel der regulären Saison schon wieder vorbei ist. Wir haben also unseren MVP Lars Wendt geschnappt und wollten von ihm wissen, wie die Spielzeit aus seiner Sicht verlaufen ist. Hallo, ich begrüße euch heute aus der Sparkassenarena aus dem VIP-Bereich und zu Gast haben wir Lars Wendt. Lars, du bist ja jetzt schon eine Weile verletzt. Was hast du denn genau? Das nennt sich das Patellaspitzensyndrom und ja, ich hatte lange Zeit richtige Schmerzen auf der Kniescheibe, die mit den Wochen stärker geworden sind und nach dem Spiel gegen Köln konnte ich halt nicht mehr spielen und trainieren und ja, dann mussten wir eine Zeit lang Pause einlegen, aber jetzt habe ich eigentlich auch keine Schmerzen mehr. Es geht jetzt eher darum, den Muskel zu stärken, damit das Knie nicht mehr so instabil ist. Ich hoffe, dass ich heute wieder ins Training einsteigen kann, aber das müssen wir gleich mal sehen. Gegen Hanau hast du ja gespielt. War das vielleicht schon ein bisschen zu früh? Ja, da haben wir echt zu früh angefangen, beziehungsweise ich wollte auch zu viel. Da bin ich immer sehr schwer zu bremsen.
weil ich einfach immer spielen möchte und es ist halt immer schwer für mich, draußen zu sitzen. Wie ist jetzt am Wochenende, geht es ja gegen Vechta. Wirst du da mit dabei sein? Was denkst du? Wie gesagt, muss man jetzt gucken mit den Trainingseinheiten, ob ich heute schon einsteigen kann, ob ich den Trainingsrückstand so weit aufholen kann bis zum Wochenende, um dem Team auch helfen zu können. Ich arbeite dafür, dass ich da mitspielen kann, weil das auch das Topspiel ist und da will halt auch jeder dabei sein eigentlich. Wo wir jetzt bei Topspielen sind, ihr seid ja gerade an der Spitze, habt 9 von 10 Spielen gewonnen. Geht schlechter, oder? Ja, also ich denke mal, so war es eigentlich auch geplant. Jetzt hört sich vielleicht ein bisschen arrogant an, aber wir wollten halt von Anfang an an der Spitze sein. Mit dem einen Ausrutscher in Gotha, das Spiel, was wir eigentlich auch hätten gewinnen müssen. Dann wären wir jetzt ohne Niederlage, ständen wir jetzt ohne Niederlage da. Auf der anderen Seite hätte Wayne den Dreier nicht getroffen, in Trier hätten wir jetzt auch schon 2 Niederlagen. Also ja, es läuft alles nach Plan und so ist auch gut. Ein Spiel habt ihr aber ja dennoch verloren. Da warst du auch Topscorer, ne? Genau, gegen Gotha. Und das tut immer noch weh. Es ist immer ärgerlich, gegen Gotha zu verlieren. Vor allem nach der Playoff-Serie letztes Jahr ist da echt schon eine große Rivalität entstanden. Wir haben noch einen Versuch, mindestens in dieser Saison. Und ich hoffe, dann können wir die endlich mal wieder schlagen. Und wie ist es so, jetzt die ganze Zeit immer von der Bank aus das Spiel beobachten zu müssen? Ja, das ist echt ätzend. Also ich kann damit überhaupt nicht gut leben. Auch im Training da mal zugucken zu müssen, ist echt schwer für mich. Deshalb hoffe ich, dass es jetzt echt mal wieder Zeit wird, dass ich spielen kann und dieses Draußensitzen endlich ein Ende hat. Da drücken wir dir den Daumen, dass du das machen kannst. Und ja, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Gespräch. Ne? Tschüss. Bevor es hier weitergeht, geben wir noch mal kurz ab an die Werbung. Wirklich nur ganz kurz. Versprochen. Bis gleich. Morgenmuffel brauchen Kaffee und eine extra Portion Energie. Stadtwerke Energie Jena Pößneck. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Kein Kommentar. Nein. Hä? Du hattest schon immer mal eine Frage, die du Björn Harmsen stellen wolltest? Oder dich interessiert brennend die Meinung eines Spielers zu einem bestimmten Thema? Jetzt hast du die ultimative Möglichkeit dazu. Schick uns einfach deine Frage per Mail an aktion@jenatv.de. Betreff AskSCJ. Oder schreib JenaTV per Facebook oder Twitter an. #AskSCJ. Macht Ask the Team zu eurem persönlichen Programm. Ask the Team. Das ist jetzt aber eine schwierige Frage. Weiter geht's mit Fast Break und der nächsten Episode unserer Taktik- und Regelkunde. Im Wörterbuch hat sich wieder Thorsten Rothimmel versteckt. Diesmal versucht er uns die Pressverteidigung zu erklären. Da bin ich ja mal gespannt. Wörterbuch, öffne dich. Hallo liebe Basketballfreunde. Wie angekündigt, sprechen wir heute über die Pressverteidigung. Sie ist gekennzeichnet durch sehr viel Druck und das Ziel der Verteidigung, die Angreifer möglichst zu Fehlern zu verleiten. Das heißt, dass sehr häufig bei den Pressverteidigungen zu beobachten ist, dass am Ball gedoppelt wird und versucht wird, dem Gegner schlechte Pässe abzuzwingen und damit den Ball zu gewinnen. Wir unterscheiden Ganzfeldpressverteidigung, Dreiviertelfeldpressverteidigung und Halbfeldpressverteidigung. Diese Verteidigungsformen können sich orientieren sowohl an einer Mann-Mann-Zuordnung, aber auch an einem Ballraumprinzip. Das heißt, es gibt auch eine sogenannte Zonenpresse, auch mit verschiedenen Aufstellungen, bei der man nicht mit Mann-Mann-Zuordnung spielt, sondern über eine Grundaufstellung, ähnlich wie das mit der Ballraumverteidigung im Halbfeld ist, Räume zuzuordnen und Spielern Aufgaben zu geben, die die in diesen Räumen erledigen müssen. Zum Beispiel den Ball in eine bestimmte Position zu bringen und dort zu versuchen zu doppeln. Es gibt zusätzlich dazu noch eine Pressverteidigung, die nicht unbedingt das Ziel hat, den Ball zu gewinnen. Das ist die sogenannte Delay Press, das heißt, es ist eine verzögernde Verteidigung. Sie hat das Ziel, den Angriff so zu verzögern,
dass man nur noch wenig Zeit hat auf der Schussuhr, um zum Abschuss zu kommen. Das heißt, diese Verteidigung ist mehr auf Kontrolle aus und nicht so sehr auf Ballgewinn und Druck. Kontrolle ist auch ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Denn der allbekannte Spruch im Basketball lautet, wer die Bretter kontrolliert, der kontrolliert auch das Spiel. Und Bretterkontrolle heißt Rebound-Kontrolle und Rebound ist unser nächstes Thema. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Drei Viertel Feldpressverteidigung. Ja, das hat gute Chancen, mein neues Lieblingswort zu werden. Einer der schönsten Namen im deutschen Basketballzirkus hat aber auch der Club, auf den Science City im nächsten Heimspiel trifft. Rasta Vechta ist zu Gast im Spitzenspiel Erster gegen Zweiter. Warum das Team diesen Namen trägt und was die Rastaner so stark macht, dass sie als Liga-Top-Favorit gelten, seht ihr nun in der Fastbreak-Gegnervorstellung. SC Rasta Vechta, der Paradiesvogel mit dem höchsten Etat der Liga. Seinen Ursprung hat der Club in einer Basketball-AG am Gymnasium Antonianum Vechta. Als kein Verein in der Region für die Freizeitkorbjäger eine Basketballabteilung schaffen wollte, wurde kurzerhand 1979 ein eigener Club gegründet. Weil bei der Namenssuche im Hintergrund Bob Marleys Rastaman Vibration spielte, war der Name schnell gefunden. Wirklich überregionale Aufmerksamkeit erzielten die Rastaner aber erst Jahre später, mit dem Wildcard-Aufstieg in die Pro B 2009. Zwischen 2011 und 2013 gelang der Durchmarsch in die BBL, aus der Vechta aber direkt wieder abstieg. Die vergangene Spielzeit in der Pro A wollte Vechta für einen Neustart nutzen und in Richtung Wiederaufstieg schielen. Letzteres schlug jedoch deutlich fehl. Auch weil beide Spiele gegen Science City verloren wurden, verpasste das Team sogar die Playoffs. Dafür ist der Aufstieg in dieser Spielzeit umso mehr das Ziel. Rasta bringt dafür den ältesten, aber auch erfahrensten Kader der Liga an den Start und verließ das Parkett bislang nur gegen Kirchheim und in Hamburg als Verlierer. In der Tabelle steht das Team somit auf dem zweiten Platz mit der besten Offensive und der nach Jena zweitbesten Defensive der Liga. Die Ambitionen des Vereins zeigen sich auch in der Trainerwahl. Mit Andreas Wagner wurde im Sommer der langjährige Assistant Coach von Svetislav Pesic beim FC Bayern Basketball geholt. Er verfügt über viel Erfahrung und will nun zeigen, dass er auch als Cheftrainer Erfolge feiern kann. An Erfahrung mangelt es auch Derrick Allen in keinster Weise. Mit Ausnahme einer Saison ist er seit 2004 eine Bastion im deutschen Profibasketball. Er war bereits in Frankfurt, bei Alba, in Bremerhaven und zuletzt in Braunschweig Führungsspieler. Auch mit 35 sammelt er noch immer durchschnittlich zweistellige Punkte und rund 5,5 Rebounds. Doch mit der Verpflichtung von Christian Stand-Hardinger gelang Rasta ein vielleicht noch größerer Coup. 2014-2015 schaffte er es in Diensten des mitteldeutschen BC gleich in seiner ersten Profisaison ins BBL All-Star-Team, wechselte im Sommer aber überraschend in die Pro A. Dort ist er mit bislang 177 erzielten Punkten die klare Nummer 1 und zudem der drittbeste Rebounder der Liga. Im Team spielt auch Carlos Medlock eine tragende Rolle. Der derzeit zweitbeste Vorlagengeber der Liga überzeugte bereits in der vergangenen Pro A-Spielzeit, damals noch im Trikot der Gießen 46ers. Für die sammelte er beim letzten Gastspiel in Jena 15 Punkte und 6 Assists, was in etwa auch seinem aktuellen Saisonschnitt entspricht. So ihr Lieben, das war's auch schon wieder von uns. Das gesamte Fastbreak-Team kann es kaum erwarten, dass das Kräftemessen der beiden besten Teams der Liga endlich beginnt. Das geht euch bestimmt auch so. Doch bei all der Vorfreude, vergesst nicht unsere Aktion Ask the Team. Schickt uns eure Fragen, die ihr schon immer mal Björn Harmsen oder einem der Spieler stellen wolltet, per Mail, Facebook oder Twitter. Wir sehen uns am Samstag im Spitzenspiel in der Sparkassenarena. Tip-off ist wie gewohnt 19 Uhr. Bringt wieder alle Verwandten und Freunde mit und macht mit den Jungs richtig Bambule. Die nächste Fastbreak-Ausgabe gibt's dann wieder in 2 Wochen vor dem Heimspiel gegen Leverkusen. Also am Freitag, den 4. Dezember. Bis dahin gilt nur eins, Jena never stops.